Danke für das Willkommen in meinem Kanal. Das heutige Video wird sich um den fortschrittlichsten Leopard 2 Panzer drehen, den Leopard 2 A8. Schauen wir uns an, was der Leopard 2 A8 nach den neuesten Updates bietet. Der Zustand der Panzerflotte der deutschen Bodentruppen ist alles andere als ideal. Es gibt auch Schwierigkeiten und Einschränkungen bei der Produktion und Modernisierung neuer Geräte. Die deutsche Führung will sich jedoch mit diesen Problemen auseinandersetzen. Es wird vorgeschlagen, die Produktion von modernen wiederherzustellen Panzer und mit seiner Hilfe die Bundeswehrflotte mit den neuesten Leopard 2 A8 Modifikationen auffüllen. Ende Januar kündigten mehrere ausländische Staaten ihre Absicht an, die wichtigsten Leopard 2 Panzer aus der Präsenz ihrer Armeen an das Kiewer Regime zu übergeben. Die führende Rolle bei diesen Prozessen sollte Deutschland spielen, das solche Geräte entwickelt und produziert hat. Das offizielle Berlin erklärte sich bereit, eine bestimmte Anzahl von Panzern und Hilfsgeräten bereitzustellen und sagte auch zu, Genehmigungen für die Wiederausfuhr von Leoparden aus Drittländern zu erteilen. Im Zuge dieser Ereignisse kündigte der Leiter der deutschen Militärabteilung, Boris Pistorius, an, dass 18 MBTS der Leopard 2 A6 Modifikation an ukrainische Formationen übergeben würden. Um diese Verluste auszugleichen, ist geplant, die gleiche Anzahl neuer Panzer zu kaufen. Die Einzelheiten solcher Pläne blieben jedoch bis vor kurzem unbekannt. Sie wurden von der Europäischen Sicherheit und Technik, ESUT, in ihrem Artikel Neue Kampfpanzer, Bundeswehr soll Leopard 2 A8 erhalten, vom 14. März enthüllt. Unter Berufung auf eigene unbekannte Quellen in der deutschen Führung berichtet sie von der Vorbereitung eines neuen Vertrages. Demnach muss Krauss-Maffei Wegmann derzeit 18 Panzer der neuesten Leopard 2 A8 Modifikation von Grund auf neu bauen. Jetzt laufen die Vorbereitungen für die Vertragsunterzeichnung, die in absehbarer Zeit erscheinen wird. Die gesamte Charge wird in den nächsten Jahren gefertigt und bis Ende 2025 an den Kunden übergeben. Kurios ist, dass erstmals seit 1992 die Bundeswehr den neuen Kampfpanzer Leopard 2 erhält. Seit Anfang der 90er Jahre ist es der Bundeswehr gelungen, Geldautomaten zu modernisieren oder Geräte aus dem Ausland zu kaufen. Laut ESUT betrachtet das deutsche Kommando den Leopard 2 A8 Panzer hauptsächlich als vorübergehende Maßnahme. Diese Modernisierung ist begrenzter Natur, was den möglichen Fortschritt schmälert. Gleichzeitig arbeitet KMW bereits am nächsten Upgrade des Panzers, dem Leopard 2 A6. Das Design dieses Musters benötigt noch 2 bis 3 Jahre. Das Leopard 2 A8 Projekt basiert Berichten zufolge auf dem bestehenden 2 A7 Hu. Letztere wird von KMW seit 2018 im Auftrag Ungarns und unter Berücksichtigung seiner Anforderungen erstellt. Bis heute hat diese Option die erforderlichen Prüfungen bestanden und ist serienreif. Die Auslieferung der ersten Panzer der HU-Version wird noch in diesem Jahr erwartet. Bekannten Daten zufolge wird der Leopard 2 A8 alle wichtigen Entscheidungen und eine Reihe von Komponenten der Panzer früherer Modifikationen beibehalten, sowohl des einfachen 2 A7 als auch des ungarischen. Dieser sieht die Erneuerung einer Reihe von Schlüsselelementen und Komponenten vor. Aufgrund all dieser Maßnahmen ist geplant, das Schutzniveau drastisch zu erhöhen, das Brandverhalten zu verbessern und so weiter. Wanne und Turm wurden erheblich, aber von außen kaum wahrnehmbar, überarbeitet. Nahezu alle Projektionen verwenden kombinierte und beabstandete Buchungen der dritten Generation. Der Minenschutz des Rumpfes wurde verbessert und der obere Überstand verstärkt. Berichten zufolge besteht der neue Schutz aus Panzerstahl, Wolfram, Keramik und Kunststofffüllstoff. Eine aktualisierte Kombination von Komponenten und ein anderes Design sollten die Widerstandsfähigkeit gegen alle Bedrohungen erhöhen. Die 2 A8 Panzer werden standardmäßig mit dem aktiven Schutzsystem Eurotrophy, einer modifizierten Version der israelischen Trophy, ausgestattet. Die europäische KAZ wird von einem Joint Venture aus KMW, Rafael und General Dynamics produziert. Zuvor wurde ein solcher Komplex auf dem Leopard 2 A7 getestet und wird bei der neuen, 8. Modifikation zum Standard. Verbessertes Kraftwerk. Normaler Diesel MTU MB873K 501 mit einer Leistung von 1500 PS durch einen 1600 PS Motor ersetzt.
Außerdem kommt ein neues 20 kW Hilfsaggregat zum Einsatz. Das Fahrwerk erfährt keine Änderungen und nutzt bisher das in ihm liegende Potenzial. Der Panzer trägt immer noch eine 120 mm/120 Glattrohrkanone mit einem 55 kLB Lauf. Gleichzeitig wird das Feuerleitsystem aktualisiert. Unter dem Ersatz befinden sich die Sehenswürdigkeiten des Kommandanten und des Richtschützen. Neue Visiergeräte zeichnen sich durch das Vorhandensein eines einzigen Fernseh- und Wärmebildkanals aus. Es erscheint ein System der kreisförmigen Videoüberprüfung, das allen Besatzungsmitgliedern zur Verfügung steht. Außerdem werden die Schlüsselkomponenten des SLA, die Datenverarbeitung und Waffenführung bereitstellen, ersetzt. Die Kommunikationsmittel werden ersetzt. Mithilfe einer neuen Funkstation und weiteren Komponenten wird die Netzwerkfähigkeit des Panzers verbessert. Voraussichtlich wird der Austausch von Daten über das Schlachtfeld, die Entgegennahme von Bestellungen und so weiter vorgesehen sein. Die genauen Leistungsmerkmale des Panzers Leopard 2A8 wurden noch nicht angegeben. Dementsprechend wird es nicht möglich sein, es mit der vorherigen Modifikation 2A7 zu vergleichen. Man kann jedoch nachvollziehen, wie KMW und die Bundeswehr das bestehende Design weiterentwickeln und dessen Potenzial steigern. Es ist leicht zu erkennen, dass eines der Hauptziele des 2A8-Projekts darin bestand, den Schutz vor allen Bedrohungen zu erhöhen. Dafür wurde zunächst das Design von Wanne und Turm überarbeitet, wofür nun eine erhöhte Resistenz gegen ballistische und kumulative Munition deklariert wird. Es wurden auch zusätzliche Maßnahmen gegen von oben angreifende Minen und Komplexe ergriffen. Gleichzeitig beschränkten sie sich nicht nur auf ihre eigene Panzerung und rüsteten den Panzer regelmäßig mit einer modernen KAZ aus. Die Entwicklung der aktualisierten Hülle zeichnet sich durch ihre bekannte Komplexität aus und hätte schon vor langer Zeit erfolgen sollen. Insofern ist davon auszugehen, dass der Anstoß für eine solche Modernisierung der äußerst erfolglose Einsatz des türkischen Leopard 2 in Syrien war. Denken Sie daran, dass solche MBTS aufgrund taktischer Fehler und objektiver Konstruktionsfehler sogar von Panzerabwehrsystemen alter Modelle überrascht waren. Es ist wahrscheinlich, dass diese besondere Episode das Erscheinungsbild des neuen Leoparden beeinflusst hat. Wie immer wurde auf die SLA, Kommunikationsmittel und so weiter geachtet, aber die Zusammensetzung der Waffen als Ganzes hat sich nicht geändert. Damit werden die Eigenschaften des 120mm-Geschützes noch als ausreichend angesehen. Entweder wird der Austausch der Waffe trotz ihrer Einschränkungen und Mängel noch nicht als angemessen und notwendig angesehen. Es ist wahrscheinlich, dass die Modernisierung des Kraftwerks mit einem erhöhten Schutz und der Aktualisierung interner Komponenten verbunden ist. Ein anderes Panzerungsdesign und der Einbau zusätzlicher Mittel könnten zu einer Erhöhung des Kampfgewichts führen, und zum Ausgleich war ein neuer Motor erforderlich. Das Hilfsaggregat wiederum wurde ersetzt, um alle neuen Verbraucher mit Energie zu versorgen. Im Allgemeinen sieht das Leopard 2A8-Projekt recht interessant aus. Es zeigt, wie moderne Technologie es ihnen ermöglicht, das Ende der 70er Jahre entwickelte Design zu aktualisieren. Sie können sehen, welche Eigenschaften noch gesteigert werden können und welche gezwungen werden, auf dem gleichen Niveau zu bleiben. Aus offensichtlichen Gründen wird eine neue Modifikation des bestehenden MBT keinen signifikanten Durchbruch bei den Hauptleistungsmerkmalen zeigen können. Gleichzeitig erfordert das erzielte Wachstum keine übermäßigen Investitionen und ist nicht mit besonderen Produktionsschwierigkeiten verbunden. So hat die Bundeswehr die nächste Erneuerung der Panzerflotte konzipiert und KMW und verwandte Unternehmen haben bereits ein neues Projekt entwickelt und bereiten Produktionsanlagen vor. In naher Zukunft wird ein Vertrag über die Produktion der ersten Charge von 18 Tanks eingehen, die spätestens 2025 an den Kunden geliefert werden. Aus technischer Sicht ist das neue Projekt Leopard 2A8 durchaus interessant, denn zeigt die aktuellen Ansichten der Bundeswehr und der deutschen Industrie. In der Praxis ist jedoch nicht alles so gut. Nach neuesten Nachrichten, Deutschland plant, weniger als 2 Dutzend neue Kampfpanzer zu bestellen. Dies reicht aus, um die ins Ausland geschickte Ausrüstung zu ersetzen, hat jedoch kaum Auswirkungen auf die Gesamtleistung der Armee. Wie sie diese Probleme lösen werden, wurde noch nicht berichtet. Vielen Dank, dass Sie das Video bis zum Ende angeschaut haben.
Sie können meinen Kanal abonnieren und meine Videos mögen, um mich zu unterstützen. Wir werden uns in einem anderen Video treffen. Auf Wiedersehen!